Das Miasma ist dichter geworden. Versteht ihr alles gut, Chat? Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber... wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Finde ich schon mal einen sehr geilen Anfang. Vor allen Dingen, dass der so düster startet. Link. Das Masterschwert. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Halt, Link! Sieh nur! Was liegt denn da? Oh. Ruinen! Überreste einer vergangenen Kultur! Ist das eine Inschrift? Stammt diese etwa vom Volk der Sonau? Welch kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Sieh nur, diese Statuen hier. Diese Statue einen Sonau darstellt. Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein?
Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Also ich finde es saugeil gemacht, diese düstere Atmosphäre. Deswegen habe ich damals auch Twilight Princess so gefeiert. Ich mag gerne die Zelda-Teile, wo es so richtig düster ist. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. Warte mal, ist gut. In Ordnung.
ist das? Heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Alter, das geht ja richtig ab direkt. Dankeschön, Fire Sword. Liebe geht raus. Danke für den Support. Ich find's auch sehr krass, wie es losgeht, ey. Du bist also erwacht, Link. Zelda hat mir viel von dir berichtet.
Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Das Schwert ist auch von Miasma zerfressen. Also auf jeden Fall, was mir direkt aufgefallen ist, die Stimme von dem Typen mit dem Arm ist die Stimme aus dem Trailer, die mit Zelda später redet. Und ich gehe davon aus, dass das ein Sonau ist oder so. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Ich sag, wie es ist, ne? Also Nintendo sollte echt schleunigst gucken, dass sie mit ihrer nächsten Konsole mal ordentlich Leistung in ihre Konsole bringen. Jetzt mal ehrlich, also das Spiel grafisch, ich finde, das sieht echt krass aus. Vor allen Dingen die Effekte, die sind doch mal richtig cool gemacht. Schießanfall. So, Entschuldigung, Chat. Dankeschön, Alpha Legend. Ich glaube, Anzinono hat nebenbei den Stream an. Ich glaube, der lässt den auch nebenbei laufen, weil der ist ja schon seit heute Mittag am Spielen. Der ist ja viel weiter. Der hat ja schon... Alter, wie krass ist das denn gemacht mit den Tropfen und so? Hä? Altes Beinkleid. Ich muss auch noch gucken, dass ich noch Breath of the Wild durchspiele. Aber ich hatte jetzt halt richtig Bock, mit dem Game loszulegen. Aber Breath of the Wild war ich ja schon fast durch. Ich habe ja schon alle Titanen gemacht und so. Junge. Abspringen. Ja, da kriegst du ja richtig Gänsehaut.
was ist das denn für ein epischer Einstieg? Hä? Wie krass ist das Spiel bitte? Okay, nice. Apfel? Den kennen wir ja zu gut. Das Masterschwert ist nun kaputt. Okay, alles klar. Gibt's hier irgendwo oben eine Waffe? Einfacher Stock. Nice. Route. Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Ein klingenähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden sollte. Oh, da ist auch so ein Drache wieder am Fliegen, ne? Ey, so Hut ab an Nintendo. Also da haben die ja wirklich was rausgehauen. Ich sag mal so, man merkt auf jeden Fall den Unterschied zu, wenn man zum Beispiel Breath of the Wild im Emulator gezockt hat. Aber für ein Switch-Game sieht das schon extrem gut aus. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Dies ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Pura-Pad. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Okay, also die Steuerung ist aber trotzdem noch sehr, sehr gleich vom Ding her. Finde ich aber gut, also finde ich sehr gut gemacht. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Wo bin ich hier? Dies ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. Oh, gibt es Tempel? In vergangenen Zeiten wurde an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Die Suche nach Zelda. Oh, du bist es.
Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Möchtest du damit gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Militärkonstrukte? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen, ihnen unerwünschte Eindringlinge den Garaus zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kannst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte hör aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren, doch bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja? Okay, das kenne ich ja. Freud, dankeschön für 7 Monate. Liebe geht raus. Alles gut? Kommt jetzt wieder so ein epischer Sprung. Also das ist ja so geil gemacht. Ich sag ganz ehrlich, das Einzige, was mich stört, ist, dass das Spiel halt wieder schlechte FPS hat. Und mit schlecht meine ich halt keine 60 FPS mindestens. Autsch. Okay, perfekt. Let's go. Moin, Robin. Autsch. Sehr schön. Nur noch ein Ast. Kurz mal ein bisschen Äpfel gefuttert, damit wir wieder ein bisschen Leben regenerieren.